Für mich geht es dabei darum, dass man das, was Studierende eh mit dabei haben, Handys, Tablets, Computer, Laptops, Convertibles, alle möglichen Geräte, dass man diese mit einbezieht in der Lehre. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie wir das für unsere Lehrziele nutzen können. Der Vorteil ist, dass die Geräte schon vorhanden sind. Man muss keine Klassensätze kaufen oder irgendwas Ähnliches. Die Nachteile sind, dass wir eine sehr gute Infrastruktur brauchen im Bereich des WLANs. Studierende müssen alle Apps, die man haben möchte, die man braucht, installiert haben. Und deswegen braucht man immer Sonderlösungen oder bestimmte Programme oder Software, die im Browser läuft, damit es wirklich auf jedem Gerät mit unterschiedlichen Betriebssystemen funktioniert. Dass Sie sich Gedanken machen, dass das, was Sie damit machen möchten, Sinn macht. Einfach nur Sachen, die im analogen Bereich schon sehr gut laufen, im digitalen umzusetzen, macht keinen Sinn. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Wenn wir von der klassischen Lehrveranstaltung ausgehen, Vorlesung oder Seminar, dann muss man sich vielleicht etwas umgewöhnen, weil die Möglichkeiten mit diesem Bring Your Own Device doch anders sind. Aber es ist zum Beispiel möglich, dass Studierende kollaborativ arbeiten und gemeinsam Texte schreiben, wissenschaftliche Arbeiten zum Beispiel, und nicht alleine sitzen, sondern eben mit einem Partner oder einer kleinen Gruppe, um gemeinsam bestimmte Herausforderungen, die dabei sind, zu lösen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Sie Quizze machen. Live in einer Lehrveranstaltung können Sie überprüfen, habe ich jetzt verstanden, was da vorne erzählt wurde und kann ich es umsetzen in einer kleinen Übungsfrage. Auch gibt es die Möglichkeit, dass Studierende ein Feedback geben können oder Fragen stellen können an die Lehrperson, ohne sich selber outen zu müssen. Also im Sinne von, ich bin Herr Müller und habe eine Frage, sondern Sie können einfach die Frage schreiben. Sie erscheint vorne beim Dozenten und er kann sie lesen und bearbeiten und behandeln. Es sind viele Möglichkeiten, die wir heute im Workshop behandeln werden. Das waren jetzt nur kleine Teile davon. Und ich finde es sehr spannend, damit zu arbeiten. Dieses Setting ist nicht so ganz alt, es ist eher ziemlich neu. Es gibt viele Teilbereiche. In der Universität Bayreuth, wo ich arbeite, gibt es Erfahrungen mit bestimmten Apps, wo zum Beispiel Studierende ihr Wissen überprüfen können, wo Pingo eingesetzt wird. Pingo ist auch eine andere App, wo man Quizze durchführen kann. Und diese ganze Bewegung kommt aus den USA, wie viele von diesen innovativen Lehrmethoden, wo sehr viele sehr gute Erfahrungen damit gemacht wurden. Vor allem in den Naturwissenschaften ist es sehr einfach, das umzusetzen, weil häufig die Fragen so ganz klar mit Ja oder Nein zu beantworten sind oder A, B, C. In den Geisteswissenschaften ist es ein bisschen komplizierter, weil man da mehr diskutiert oder diskutieren kann. Aber auch da ist es möglich, sowas zu entwickeln und einzusetzen. Ich glaube, dass in diesem Bereich sehr viele Möglichkeiten vorhanden sind, die man aber herausfinden muss. Und zwar für jeden Lehrenden einzeln, für jedes Fach einzeln. In Skandinavien gibt es das mobile Lernen. Da gibt es einen ganzen Campus, wo solche MOOCs eingesetzt werden, also wo Studierende Massive Open Online Courses besuchen, auf dem Campus, auf Bänken sitzen, überall WLAN haben und sich Vorlesungen anschauen oder bestimmte Vorträge anschauen, um Informationen zu sammeln. Ich glaube, dadurch, dass wir so viele Mobilgeräte dabei haben und haben, können wir sie sehr gut einsetzen. Und deswegen glaube ich, dass diesem Bereich eine sehr gute Zukunft bevorsteht.